Das Lied ist ein einziger Drogentrip. Das ist ein gut funktionierender Song, toll gesungen. Wahrscheinlich der schwächste Beitrag von Australien, den es gab bisher. Jedes Mal einen Euro bekäme, wenn mich Familienmitglieder fragen, warum ist Australien dabei? Oh, was wäre ich reich? Ich muss direkt sagen, da ist das auch ein ganz großes Problem mit dem Musikvideo. Das Musikvideo, da haben sie ein bisschen gespart, muss man sagen. Ja, da haben wir auf jeden Fall ein bisschen Kohle gespart und einfach ein Lyric-Video draus gemacht. Kenne ich. Das Video ist ja hammerseltsam. Das Video ist mir ein bisschen suspekt, aber das hat ja nichts mit der Sache zu tun. Aber wie er rechts schaut, da kriegst du Angst. Warum guckt er mich so komisch an? Sie sehen fast ein bisschen so aus wie wir. Wir sitzen hier so ein bisschen dumm und wackeln mit den Schultern. Das ist so, als wäre das jetzt das Musikvideo. Haben die nichts an? So wie sie gucken nicht? Ich will nicht wissen, was er da mit seinen Händen macht. Ich bin total abgelenkt, weil ich die ganze Zeit mir vorstelle, wie es untenrum weitergeht. Ja. Wehe, die blenden das Video ein auf der Bühne. Wehe. Im Hintergrund läuft das auf die ganze gar keinen Zeit. Fall. Das starte ich an. Also eher. Ich hoffe, die machen mehr auf der Bühne, als nackt da zu sitzen und zu lächeln, während sie singen. Man darf Australien aber live nicht unterschätzen und vor allen Dingen Electric Field nicht. Ich denke, die werden schon eine Power-Performance liefern. Ich finde, das ist eine bisher sehr unterschätzte Nummer aus Australien. Ich glaube, das hat dem Song bisher auch total geschadet in den bisherigen Reaktionen. Es hat so was ganz Positives, Leichtes. Und man ist dann so beschwingt, wenn man das hört. Den Teil mag ich jetzt ja. Welcome. Ihm gefällt's auch. Ja, aber sehr gut. Ist auf jeden Fall so ein bisschen 80s New York City Disco angehaucht. Super krass 90er, ne? Sind auf jeden Fall äußerst sympathisch, finde ich, die beiden. Machen auf jeden Fall einen sympathischen Eindruck. Tolle Stimme übrigens. Ihre Stimme, die ist über der Elektrospur. Die hat Kraft, die hört man. Milkali, müssen wir mal checken, was das bedeutet. One Milkali bedeutet ein Blut. Wir sind alle ein Blut, wir sind alle eins, united by music. Es ist dann vielleicht, wenn es australisch ist, Aborigine-Sprache. Mit Aboriginal-Repräsentation. Ich habe ja gelernt, dass es mehrere Aborigine-Sprachen gibt. Das wusste ich gar nicht. Ja, das ist, glaube ich, so eine Sprache, die nur ein paar tausend Leute sprechen. Electric Fields sind ja eh dafür bekannt, Musikstile zu mischen, ja. Also eben sehr traditionelle Aborigine-Einflüsse auch und dann eben mit Soul, Elektromusik. Ich glaube, dass das total wichtig für Australien ist, genau dieses Lied zu schicken und genau zu dieser Zeit, weil im letzten Jahr war das eine große, große gesellschaftliche und politische Debatte, die Rechte der Ureinwohner Australiens, der verschiedenen Gruppen, die es da gibt in Australien, zu stärken. Allerdings kommt hier jetzt auch schon gleich mein Aber hinterher, denn wir hören sie eigentlich nur in zwei Wörtern. Wenn man jetzt wirklich kulturell, sag ich mal, was zeigen möchte, dann hätte man sich auch ein bisschen mehr trauen können. Vielleicht mal eine Strophe, vielleicht mal ein Refrain dann auch auf dieser Sprache machen. Die Lyrics überzeugen mich, glaube ich, am allermeisten an dem ganzen Song. Es ist kein Standardtext. Es ist sehr poetisch. Ich finde es auch gut, dass sie da ein australisches Instrument eingebaut haben. Und jetzt setzt auch dieses Didgeridoo ein an der Stelle. Ich finde, das ist der beste Part. So perfekt, um Australien darzustellen. Wie macht das Didgeridoo? Ah, stimmt, das war das. Genau. Für mich ist das ganze Lied dann so ein Didgeridoo-Don't aus irgendeinem Grund. Also für mich, mich packt das irgendwie nicht. Da gibt's nichts. Ich finde den Song ähnlich wie das Video. Es ist so ein bisschen lieblos. Ist mir so ein bisschen zu random, weil es nicht so richtig zum Tanzen animiert, aber auch nicht zum Traurigsein. Spricht mich musikalisch leider überhaupt nicht an. Kriege ich keine Gänsehaut, holt mich nicht ab. Ich glaube auch nicht, dass man sich jetzt so unbedingt an Australien in diesem Jahr erinnern wird. Man kann sich den Song nicht merken. Die müssen ja dann eigentlich im Halbfinale abliefern, ja, und dann weiterkommen. Ich glaube, dass die da wirklich ganz viele Leute überraschen werden.